Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem niegelnagelneuen Let's Play. The Stomping Land heißt das Ganze, ist wieder ein Survival Game. Und wir befinden uns als ein bunt ausgestattet, tätowierter Ureinwohner auf einer einsamen Insel und müssen hier versuchen, jetzt zu überleben. Ihr seht, da hinten im Hintergrund läuft schon Dino, weil es gibt nämlich noch Dinos zu der Zeit. Und wir suchen uns jetzt erstmal eine Stelle, wo wir in Ruhe craften können, weil wir müssen sehen, dass wir überleben können. Wir haben hier an der Seite, haben wir rechts ein Auge, das zeigt, dass wir gesehen werden können oder auch nicht. Dann haben wir Heilpflanzen, das sind diese Kräuter da unten. Und es gibt die Möglichkeit, Hunger zu kriegen. Und damit das gar nicht erst passiert, sollten wir anfangen, uns ein wenig einzurichten, indem wir uns erstmal eine schöne Ecke suchen, wo wir sagen, hier könnten wir uns häuslich niederlassen. Uns da mal hinbegeben. Am besten sollte da Stein und Holz da sein. Ich kann euch auch jetzt schon sagen, wir werden definitiv nicht alleine spielen. Der David wird sich dem Ganzen wieder anschließen, mein DayZ-Friend. Und wir werden dann gemeinsam spielen. Ziel des Spiels ist es hier einfach, ja, sich einen Stamm zu gründen, mit diesem Stamm Fallen zu bauen. Man kann Höhlen erkunden und, und. Das Ganze ist im Early Access und es wird dunkel im Early Access, also noch in der ganz, ganz, ganz frühen Alpha. Und man fängt einfach an, indem man hier Holz abträgt. Oh. Es legt sich schön übereinander. Und wenn man es übereinander legt, bildet sich hier unter meinen Füßen, sieht man das, so eine schöne Kiste. So, wir machen jetzt schon das... Ja, hau rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist der Baum leer? So, wenn man dann auf E geht, sieht man, wir haben zwei Holz in der Kiste. Und jetzt kann man mit Pull diese Kiste hinter sich herziehen. So. Zum nächsten Baum. Oh. Und craften da weiter. So. Na, komm her, kleine Kiste. Bis zum Baum. Sehr schön. So. Mit ihr interagieren. Close. Und jetzt kann man hier weiter craften. So, mit E kann ich das zur Kiste bringen. Zack. So, das dritte Holz. Vierte. Fünfte. Ja, es ist ein bisschen mühselig, aber wir muss ja erstmal, ne? Man muss ja erstmal was bauen. Sechste. Und ich zähle das nicht umsonst, weil ich habe mich schon mal ein bisschen vorinformiert, wie viel wir brauchen. Wir brauchen zum Beispiel für ein Tipi brauchen wir 10 Holz. Siebte. Und das achte. Neunte. Und zehnte Stück Holz. So, das Holz haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir noch für unser Tipi 4 Stein, indem wir es einfach wieder nehmen, ziehen und uns in Richtung Stein begeben. Und dann anfangen, Stein abzubauen. So, erster Stein. Wir brauchen genau 4 Stück. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Zweiter Stein. Dritte. Frisch gestartet ist dieses Spiel und von daher, wie gesagt, es ist eine Alpha, da wird sich noch viel verändern. Vierte, so, jetzt haben wir das, was wir wollen. Jetzt gehen wir einfach hin und ziehen unser Zeugs, ich würde sagen, hierhin, an den Baum. So, hier möchten wir gern hin. Stellen uns ein bisschen davor, weil muss ja nicht gleich jeder sehen. Und mit dem Gesicht zum Meer, das ist wichtig, ist da, wo das Gesicht nämlich jetzt hinsteht oder hinzeigt, da wird der Eingang von unserem Tipi sein. Und jetzt gehen wir einfach auf Bauen und unser Edgar, oder wie er mal heißen will, fängt an und baut ein wunderschönes Tipi. So, die Kiste verschwindet dann. Hätte ich jetzt mehr Materialien in der Kiste gehabt, als ich brauche, wäre das vertane Liebesmüh, weil das ist unser Tipi und weil die Kiste wäre trotzdem verschwunden. So, jetzt brauchen wir, denke ich mal, noch eine Feuerstelle. Dazu besorgen wir uns zwei Holz.
ganze Lustige dabei ist natürlich, wir können hier natürlich auch von anderen Spielern angegriffen werden und so weiter und so fort. Und ja, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Na, das war nicht gut. Nix einfach daneben, so. Genau, zwei Holz. Und wir ziehen nochmal zu dem Stein. Oh, unsere Überraschungskiste. Und haut drauf. Erster Stein. Und zweiter Stein. So. Sehr schön. Und dann bringen wir das Ganze bitte wieder zu unserem Tipi. Warum? Man will es ja auch gemütlich haben am Feuer und so, ne? Ziehen wir hier rein. So. Und sagen, bau mir doch bitte mal einen Feuersteller. Und dann legt er los. So. Und wir haben eine wunderschöne Feuerstelle, die jetzt noch aus ist, die wir aber mit Interagieren auch anschalten können. Sieht dann so aus. So, eine nette Feuerstelle. Aber wenn hier Dinos in der Nähe sind und es sind fleischfressende Dinos, haben wir ein Problem. Außerdem sehen uns auch andere Spieler. Deswegen machen wir unsere Feuerstelle einfach aus. So, mit einem netten Schalter. Was wir jetzt noch brauchen, wäre mal ganz nett, weil wir haben langsam Hunger. Einen Bogen, um auf Jagd gehen zu können, nämlich die Dinosaurier zu jagen. Und dafür brauchen wir nochmal zweimal Stein und fünfmal Holz. So, wir könnten uns jetzt das Tipi zurückziehen, aber wir sind arbeitsam und holen uns erstmal einmal Holz. Ablegen. Zweimal. Oh, oh, da kommt schon ein Saurier. Dreimal. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen zurückziehen. Der sieht nicht ganz so friedlich aus. Wenn man die Tab-Taste drückt, passiert im Moment nichts. So. Zweimal Holz. Dreimal. Der backt. Viermal. Und fünfmal Holz. So. Wollen wir unsere Kiste. Gehen zum Stein. Ich hoffe, der Dino greift uns jetzt nicht an. Nö. Einen Stein. Das Gute ist, man bekommt dann gleich 10 Pfeile mit inklusive. Zweiten Stein. So, das müsste jetzt eigentlich reichen für einen Bogen. Jawohl, das reicht auch. Deswegen interagieren wir und sagen, wir hätten gern einen Bogen. So, dann bauen wir den. Einbauen. Und siehe da, wir haben einen Bogen. Da ist unser Dino und geben wir ihm Saures. Das war nicht gut. Der Dino hat uns... Oh, 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 oh. Getötet, würde ich sagen. So, wenn wir jetzt nämlich wieder Stay Alive machen, kommen wir in unserem Tipi auf die Welt. Das heißt, wir werden nicht irgendwo random auf der Insel gespawnt, sondern wir spawnen in unserem Tipi, nachdem uns der Dino... Ja, habt ihr ja selbst gesehen. So. You are dead. Und in my Tipi. So, wir sind wieder da. Und da ist auch Dino. Ist unser Bogen ist aber weg, glaube ich. Ja, müssen uns einen neuen Bogen basteln. Können wir auch so einen Baum fällen? Ja, klar. Was brauchen wir? Fünfmal Holz. Es wird auch langsam wieder hell. Viermal. Fünfmal. Und zweimal Stein. So, ihr wisst. Moment, close. Ihr wisst, Kiste ziehen mit Pull. Zum Steinhaufen hin. Hoffen, dass der Dino uns nicht angreift. So, einmal. Und noch einmal.
Nee. Klaus, nimm mal den Stein. Er sieht den Stein nicht, okay. Ein Stück zurück, so. Und jetzt nimm den Stein. Genau, und trage ihn in die Kiste. Und jetzt bastel mir einen Bogen. Wir versuchen das Ganze nochmal, nachdem wir jetzt einmal draufgegangen sind. Weil wir haben ja Hunger und ja, es lässt sich nun mal leider nicht vermeiden, dass wir auch essen müssen. Und schön für die Dinos, aber es ist nun mal so, wenn man überleben will, ist Dino nun mal Nahrungsquelle. So, jetzt suchen wir uns einen Dino, der ein bisschen weniger gefährlich aussieht und uns nicht gleich wieder tötet. Der da hinten gefällt mir überhaupt nicht in der Richtung. Wir können ja einfach mal schauen, was es hier so in der Nähe gibt noch an Dinos. Und man muss hier wirklich aufpassen, weil wie gesagt, es sind, können überall Feinde lauern. Sehr, sehr PvP-lastig. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der möchte uns gern klopfen. Ich weiß auch nicht, ob der dann unsere Sachen übernehmen kann oder in unseren Tipp hier rein kann. Ich weiß es nicht. Moment. Sind wir hier Mutterseelen allein? Und aber das ist zum Kennenlernen von dem Spiel einfach eine gute Sache. Was das hier oben noch ist, wenn ihr mal hochguckt, viele werden sagen, ja, das sind Sterne. Das ist richtig, aber das sind keine Sternbilder. Das ist auch nicht einfach nur ein Stern, sondern das zeigt die Standorte von großen Dinosauriern an. Und wenn zwei Sterne sehr, sehr eng zusammenstehen, bedeutet das nicht, dass die miteinander poppen, sondern dass es da gleich einen Dino-Kampf gibt. Da seht ihr auch, wie sie so ein bisschen aggressiv aufeinander zugehen. Da oben diese drei zum Beispiel. Hier, ja. Und da findet gerade ein Dino-Kampf statt. Und es gibt nicht nur nette Dinos, die einfach nur, Pflanzenfresser sind, sondern es gibt auch wirklich richtig böse Dinos und vor denen muss man sich in Acht nehmen. Da hinten ist unser Fressen, würde ich sagen. Weil den da hinten schnappen wir uns. Der ist auf jeden Fall kein Fleischfressender. Das heißt, wenn der uns wehtut, tut es nur kurz weh. Aber der reißt, der haut natürlich auch ab für uns. Deswegen müssen wir dem mal ein bisschen hinterher steigen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der ist ja nicht gestorben. Von einem Pfeil. Da unten sieht man auch die Pfeilanzeige. Na, jetzt habe ich... Ich höre ihn. Jetzt liegt er. Genau. So. Da ist der Dino. Mit der Tab-Taste. Mit der E-Taste kann man auch Inspect machen. Da lernt man den Dino kennen. Wir haben getötet a wild Gallimimus. Genau. Und den kann ich jetzt... nein. Wie wechsle ich denn zu meiner Axt? Moment. Ja, wie wechsle ich denn zu meiner Axt? Muss ich mal ganz kurz nachgucken, wie wir die Axt, wie wir wieder die Axt kommen. Controls. Chat. Da sind die Slots. Ah, vielleicht liegt die auch irgendwo im Slot. Moment. Können wir mal ausprobieren? Ja, genau. Auf der 1. Und dann hackt man den kleinen Dino ein bisschen in Scheibchen. Mit E kann man das Fleisch aufnehmen. So. Weiß nicht, ob hier noch irgendwo Fleisch ist. Leider sieht man es jetzt nicht mehr. Wir haben eine Kiste mit Fleisch. Und die ziehen wir uns zu unserem Tippi, der hier irgendwo ist. Suchen wir uns schnell. Weil es gibt natürlich auch keine Map. Man muss sich da jetzt wieder selber orientieren. Muss mal schauen, wo unser Tipp hier ist. Moment. Wir sind jetzt auch sehr weit in den Wald reingegangen. Von daher könnte es sein, dass unser Tipp hier irgendwo... Das wäre jetzt natürlich lustig. Alles gebaut und da hat man den Tipp verloren. Den sieht man aber auch nicht wirklich. Das da hinten könnte unser Tipp sein. Müssen wir wirklich einfach mal schauen.
Nö. Ja, dann gehen wir mal, weil orientieren wir uns hier am Ufer. Hat er jetzt die Kiste nicht mehr? Wo ist denn die Kiste? Ja, fängt ja sehr gut an. Also theoretisch hätten wir jetzt Fleisch und könnten essen. Aber irgendwie ist... Hat er die Kiste verloren. Da kommt ein Dino. Super. Ja, suchen wir erstmal unseren Tippi. Das ist, glaube ich, das Wichtigere. Ich könnte ja jetzt versuchen, sterben. Und könnte dann den Tippi nehmen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, dass das wieder nettes Fressen. Aber wir brauchen erstmal den Tippi. Also ihr seht, ich brauche den David, weil ohne den scheine ich hier wirklich verloren zu sein. So. Gucken. Da ist das Ufer. So, hier irgendwo muss unser Tippi sein. Ist aber sehr schön, ne? Man macht dann wieder ein Let's Play machen, will den Leuten was zeigen und die denken dann, die sagen dann alle, ey du Fucker, der ist doch um die Ecke, ey, bist du blöd oder blind? Und du selber suchst den Wolf und siehst ihn nicht. Also ich sehe ihn immer noch nicht, es tut mir leid. So, wir laufen mal noch ein Stück hier lang. Also eigentlich können wir am Ufer nicht viel falsch machen. Wir laufen jetzt so lange, bis wir den irgendwo finden. War natürlich clever, den nach hinten zu bauen. Also hier ist er definitiv nicht. Hier sind wir auch definitiv wahrscheinlich schon zu weit. Was ist denn da? Ist er das? Da steht auf jeden Fall ein Hügel. Das könnte wirklich unser Tippi sein. Sind wir so weit gerannt? Oder ist das der Tippi? Nö, das ist unser Tippi. Das ist nicht unser Tippi. Wer war das? Jetzt sind wir angefallen worden und wussten nicht mehr von wem. Also das fängt echt genial an, also. Ich freue mich schon auf David. So, you are dead. Ja, klar. Soll passieren. Man kann, ich habe gelesen, man kann auch Saurier zähmen und kann auch Saurier reiten. So, wir spawnen aber in unserem Tippi. Und deswegen... Once again. Das heißt, wir brauchen wieder 5 Holz. Drei. Vier. Fünf. Es ist halt dann doch besser, wenn man das dann... Es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn man es dann auch zusammenspielt, weil dann kann der eine noch ein bisschen die Gegend absichern und. Sodass uns da auch nicht jeder an die Wäsche kann. So, hier ist unser Stein. Da hinten ist unser Essen, sehe ich schon. Einmal... So, bringen wir zur Kiste. Und zweimal. Bringen wir auch zur Kiste. Bauen uns einen neuen Bogen. So. Suchen uns unser Opfer, da ist es schon. Der will weg. Okay. Da ist er. So. Wechseln auf 1 zu unserer Axt. Besorgen uns erneut das Fleisch. So.
Einmal, zweimal. Müssten jetzt zwei Fleisch sein, genau. Und ziehen das jetzt zu unserem Tippi. Da hinten ist der Tippi. So, ich sehe immer noch die Schnur. Das heißt, wir ziehen noch. Das ist ein Pflanzenfresser, der macht uns nichts. Der hat eher Angst vor uns, genau. Und jetzt ziehen wir uns das dahin, genau. I'm walking, he's a bee, I'm walking. So, an unsere Feuerstelle. Und sagen, small meat. Und drauf ist es. Ist da noch ein, ist da noch mehr? Ja. Packen das auch noch da drauf. So. Und jetzt starten wir unser Feuer. Und siehe da. Unser Fleisch beginnt zu brutzeln. Sehr schön. So. Und nachher gibt's lecker Essen. Ja, wie man dann isst, ist es eigentlich auch relativ klar. Einfach auf E. Feuer ausmachen. Drückt dann Small Meat. Aber dann hat er es nur runtergenommen, glaube ich, oder? Ja. Gut, dann muss es wahrscheinlich auch noch ein bisschen brutzeln. Start Fire, das muss ja noch gar werden. Ich habe gehört, es kann nicht verbrennen. Also, wenn dem so sein sollte, alles gut. Ist eigentlich schon wieder Tag geworden? Ne, ist die ganze Zeit Nacht, ne? Sind irgendwie... sind die Nächte länger als die Tage. Okay. So. Und wir müssen ja wirklich versuchen zu überleben. Wir werden versuchen, so einen kleinen Stamm zusammenzukriegen von interessierten Spielern aus unserer... mit dem wir halt immer zusammenspielen. Vielleicht macht die DayZ-Gang mit bei Stomping Land. Wir werden sehen, keine Ahnung. Und werden dann auf jeden Fall tolle Abenteuer erleben, gehe ich von aus. Wir werden dann Höhlen erforschen und. Aber das macht alleine erstmal relativ wenig Sinn. Weil, weiß ich nicht. Erstmal habe ich einen Orientierungssinn, der ist unter aller Sau. Und zweitens, nö. Macht es natürlich mit dem David oder so auch mehr Spaß, weil es ist doch ein sehr, sehr einsames Leben hier in Tibi, in Stomping Land. Und da, eats more meat. Und unser Hungersymbol verschwindet. Mittlerweile wird es auch wieder hell, sehr schön. Jetzt können wir uns natürlich ein bisschen umgucken. Spielen wir noch, bis es wieder Nacht wird und dann, ja, schauen wir mal, was das dann im Gruppenspiel bringt, also mit uns zusammen. Es wird auch ein bisschen ernster, die Folge, ist aber auch nicht so schlimm. Wir können ja mal ein bisschen erforschen gehen. Mit zwei müsste ich wieder auf meinem Bogen sein, ne? Ja, bin ich auch. Wir haben auch noch genug Pfeile. 6 von 10 haben wir noch. Und wenn er jetzt zum Beispiel Pfeile braucht, einfach auf die 1 wechseln, nettes Bäumchen suchen. Zweimal Holz. Noch und nochmal. Und Moment, was macht er denn da? Nein, du wirst uns nicht gefangen nehmen. Ja, das ist halt PvP, ne? Wir können jetzt maximal versuchen zu entkommen. Das Tippi hat er zerstört. Feuerstelle hat er zerstört. Super. Danke, du Spasti. Er hat uns aber nur gefesselt. Das heißt, wir können fliehen. Sollten wir auch mal tun. So, nach einer Zeit kann man sich da nämlich wieder befreien. Oh, wir verschwinden mal hier im Busch. So. Und hoffen mal. Moment warten. So, jetzt sind wir wieder frei. Und werden uns bitterlichst rächen, sobald wir ihn finden.
Ist natürlich traurig, dass man dann einfach hingehen kann und kann das Tipi zerstören, was war wirklich eine Arbeit war, wieder aufzubauen, und man müsste es jetzt wieder aufbauen. Ich weiß nicht, ob man es schützen kann, wenn man dann alleine ist. Ich habe da noch keine Ahnung, so. Nee. Ah, das ist nur ein Saurier. Oh, jetzt krieg ich auch noch Ärger mit dem Saurier. Ich hab heute echt ganz Digga. Stay alive. Bin ich tot? Nee. Noch nicht, nur bewusstlos. Gucken. Bleib am Leben. Ach ja, ich bleibe so lange liegen, bis mich jemand rettet. Wenn ich das nicht mache, bin ich tot. Ich glaube, Achtung, you are dead. Genau. Jetzt habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit, an meinem Tippi zu spawnen, weil hat er ja kaputt gemacht, der Spacken. Und von daher spawnt man irgendwo random und fängt wieder vom Neuen an. Hat so ein bisschen was von der Sea-Charm. Man kann auch schwimmen, man kann auch angeln. Aber das machen wir dann alles mit dem David zusammen. Da liegt irgendwas im Wasser, das gucken wir uns noch schnell an. Ah ja, da brennt eine Fackel im Wasser, sehr schön. So. Mit dieser Fackel können wir jetzt das Tipi zerstören, hoffe ich. Weil, wer uns weh tut, den tun wir auch weh. Nö. Aber wir können, also wir können auf jeden Fall in fremde Tipis rein, das haben wir schon mal gesehen. Unser Bogen ist auch hin. Hier liegt noch was, was liegt hier in der Kiste? Wow, Holz. Okay, soweit zu Stomping Land. Wir sehen uns dann zur ersten gemeinsamen Folge mit dem ganzen Volk und ich hoffe, wir werden dann alles, was mir angetan worden ist, wieder rächen. Ich gehe ins Meer zum Sterben. Sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den ganz anderen Let's Plays wieder, wenn ihr das möchtet, DC und so weiter. Außerdem, wenn ihr Musik mögt, ihr wisst ja, ein paar Videos von mir gibt es auch noch, ein paar Songs von mir gibt es auch noch. Wir werden jetzt hier einfach uns zum Sterben zurückziehen und sagen Tschüss, Ciao, Cheerio und Bye Bye hier aus The Stomping Land für den ersten Teil. Ich werde auch drunter verlinken, wo ihr das Spiel bekommen könnt. Wenn ihr mitmachen wollt oder so, schreibt es einfach in die Kommentare, dass ihr Bock habt, mit uns zu spielen. Dann werden wir das auch irgendwie hinkriegen. Machen wir hier so eine kleine Stomping Land Community. Vielleicht machen wir auch einen großen Stamm und vernichten alles, was auf dem Server sonst so ist. Muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Game. Ich freue mich auf euch und sage bis dahin Tschüss, macht's gut, euer Sonki, und gleich werden wir das Zeitliche segnen. In 5, 4, 3, 2, 1, Dead. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.